Hallo bei einer neuen Folge von Ohne Maulkorb mit tolle Zahlen, mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und ich freue mich ganz besonders heute Peter Viehweger, früher durften wir Fidschi sagen, als langjähriger Bandleader von Falco und heute einer der wichtigsten Männer der österreichischen Musikindustrie, AKM-Boss, sprich der Mann, der die Rechte der Musiker, was Kompositionen etc. betrifft, vertritt. Servus Peter. Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Erste Frage, als jemand, der selber sehr viel auch komponiert und geschrieben hat, wenn dir ein neues Lied kommt, was gibt es da für Möglichkeiten oder für Varianten, wie du neue Songs schreibst? Zunächst, ich habe vor 30 Jahren beschlossen, dass ich Wohnung und Studio in einer Unit habe. Das hat den Vorteil, dass man immer, wenn man Lust hat oder Ideen hat, hat man das Studio vor der Nase. Auf der anderen Seite dauert es dann aber alles viel länger, wenn man eben dann nicht weiß, ich muss heute das und das schaffen, geht er nach Hause. Nein, das ist halt dann so ein Prozess. Aber das Tolle an Musik machen ist, und das spüre ich immer mehr, so blöd es klingt, es hält einem jung. Du bist immer wieder aufgeregt, wenn du Ideen hast, wenn du etwas entwickelst. Es macht dir Spaß. Und nicht umsonst gibt es bei uns in der AKM, in der Genossenschaft, sehr viele Komponisten, die über 100 geworden sind. Also das hat schon irgendwie eine Auswirkung auf die Psyche, auf die Seele, wenn man kreativ ist und wenn es einem Spaß macht vor allem. Man muss ja dazu sagen, also AKM, das klingt jetzt so, wie soll ich sagen, förmlich, das ist jene Organisation, die schaut, dass wenn jemand, wie zum Beispiel Falco oder die Bollands oder Peter Viehweger, einen Song schreibt, Musik, Text oder beides, die dann kontrolliert, dass er, wenn das genutzt wird, im Radio, im Fernsehen oder auch bei Live-Konzerten, die Komponisten und Autoren ein Geld kriegen. Also an und für sich eine sehr wichtige Funktion. Es gibt es in jedem Land, heißt in jedem Land ein bisschen anders. In Deutschland die GEMA und in Amerika wieder anders. BMI. Wie bist du dazu gekommen, dich dort zu engagieren? Hat die AKM so schlecht zahlt als Komponist? Aber das ist ja auch ein bisschen, sagen wir, ein gemeinnütziger Job, weil ich nehme mal an, dass das jetzt nicht mit Mördergagen verbunden ist und man kümmert sich quasi um Kollegen und Kolleginnen. Nein, es ist überschaubar. Es ist okay, aber es ist überschaubar. Ich bin in die AKM gekommen, weil ich Mitglied wurde. Wenn du ein gewisses Aufkommen hast über Jahre, dann fragen sie dich, willst du in die Genossenschaft als Vollmitglied einsteigen? Das habe ich gemacht. Und dann war ich eben zugelassen, auch bei Generalversammlung zu sein, habe dann manchmal mich gemeldet, am Anfang war ich sehr schüchtern, aber habe dann gemerkt, okay, es wird akzeptiert, was ich sage. Und dann, muss ich sagen, hat der leider Gottes schon gestorbene Robert Obratko mich dahingehend motiviert, dass er gesagt hat, du musst in den Vorstand kommen, das war dann schon 2004. Und dann hat er gesagt, du musst irgendwann einmal Präsident werden und das ist dann auch passiert. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch in seinem Geiste, hat das so gut funktioniert, dass ich da eine Unzahl an Stimmen bekommen habe bei der Wahl, was mich natürlich bestärkt hat, dass die Leute mir vertrauen und das ist nicht unwichtig. Ne? Der Robert Obratko, den Sie auch kennen dürfen, ein ganz, ganz großer Mann, der einerseits noch von, ich weiß nicht, also Ludwig Hirsch, alle möglichen Austropopper sozusagen, zum Teil mit Orchester, zum Teil aber auch ohne, mit Arrangements versorgt hat. Und als ich einmal einen André Heller-Film gemacht habe, nein, den Ludwig Hirsch-Film, so, habe ich ihn auf der Original-Roten Couch in meinem Haus interviewt und da habe ich so viele Interviews eingeteilt, dass ich für jedes Interview so eine halbe Stunde vorgesehen habe. Und das war so toll, dass ich zum Robert gesagt habe, pass auf, ich komme noch mal privat zu dir ins Burgenland und wir machen noch mal Interviews. Das habe ich auch gemacht, habe ich noch nie verwendet. Also wenn du irgendwann einmal quasi auch für die AKM oder Indoor oder irgendwas das willst, ich bin dann einmal mit einem Team, das habe ich selber gezahlt, zu ihm und haben über alles geredet, was er noch lang, einige Jahre bevor er verstorben ist, weil ich gefunden habe, der hat so viel erlebt und der war so viel Teil und Zeitzeuge, dass mir immer wichtig war, solche Leute zu Wort kommen zu lassen. Wir haben, um nochmal über den Robert zu sprechen, ja, bei seiner die Grabrede, die ich gehalten habe, war daraufhin ausgerichtet zu sagen, es hätte viel Erleben bedurft, um all diese Karrieren zu machen, die er gemacht hat. Es hat unglaublich viel gemacht
sehr erfolgreich. Ich meine, nicht zu vergessen, hat immer die Orchester von Peter Alexander geleitet und so weiter. Harald Juncke also in den 60er, 70ern, dann bis zur Popmusik war er sehr hoch aktiv und hat ein unglaublich großes musikalisches Verständnis gehabt, das habe ich immer festgestellt. Also es war toll, mit ihm über Musik zu reden und habe auch sozusagen sehr viel gelernt im Umgang von Menschen. Der Vorstand, das hinter der Sitzung sind 20 Leute immer, die man leiten muss und das ist wichtig, dass man da immer eine gewisse Atmosphäre beibehält. Und das habe ich in diesen Jahren gelernt. Natürlich ist eine der, wie soll ich sagen, schillernden Erfahrungen deinerseits deine langjährige Zusammenarbeit mit Falco, Hansi Hölzl. Du hast ja mit dem Hans zusammengearbeitet, erstens einmal lang bevor er Falco war und lang bevor er überhaupt eine eigene Karriere gehabt hat. Erzähl doch einmal, wie ihr euch kennengelernt habt. Spinning Wheel, glaube ich, oder? Naja, aber das, sogar noch davor. Nein, ich habe ihn das erste Mal gesehen bei seinem letzten Konzert bei der Hallucination Company. Mhm. Das ist mir aufgefallen, eigentlich als der exzentrischste Musiker auf der Bühne. Das war damals schon da, also diese Selbstdarstellerkunst. Und wir haben uns dann kurz darauf kennengelernt und haben uns sehr gut verstanden und gesagt, wir machen ein Projekt gemeinsam. Und ich habe zu ihm gesagt, aber um dieses Projekt zu finanzieren, musst du bei uns einsteigen, bei Spinning Wheel, weil da war gerade der Bassist weg. Da kannst du ganz gut Geld verdienen und wir können dann Projekte finanzieren. Wenn ich kurz einhalten darf, Spinning Wheel war eine Band, die meistens Coverversionen gespielt hat, dort, wo man halt Bands braucht, in Skiorten, bei Partys etc. Also man hätte später, oder gesagt, wo man halt, oder korrigiere mich, sowas in die Richtung, es oder? Es war in Touristenorten, also von Poreč in Jugoslawien, wo die tollsten Sommer stattgefunden haben, das war immer am nettesten, bis hinauf nach Essen, die Weinstuben hat das geheißen, waren wir sehr beliebt, weil wir damals sehr jung waren und diese ganzen Tanzkapellen, meistens 10, 15 Jahre älter, waren im Schnitt. Wer war denn die Besetzung? Spinning Wheel, die letzte, also die letzte Besetzung, ich kann nicht alle durchgehen, es wird Fahrt. Die letzte war eben der Hans, der Bernhard Rabitsch, der Rudi Steger, der Wolfgang Staribacher und der Andi Kolbe und der Christian Teuscher. Das war die beste Formation, das waren 7. Da haben wir auch mit 4 Bläsern Sachen machen können, das war ganz toll. Hat es da nicht irgendwann einmal jetzt ein Reunionskonzert geplant? Ja. Es gab eins 1996 in Palais Eschenbach. Das war sehr, hat uns allen Spaß gemacht. Und das war dann eigentlich der Plan, wieder was zu machen. Der war ja, um jetzt da noch einmal diese Zeit rückzuspielen, er war im Oktober, November bei mir. Und hat gesagt, so ist es vom Hans. Ja. Hans Hölzl, alias Hans Hölzl. Und hat quasi inbrünstig gesagt, wir machen was. Du hast immer gesagt, kleines Besteck, kleine Clubs. Und so können wir wieder starten. Bis dabei habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann hat er angerufen aus der Domrep, ob ich kommen kann. Ich habe leider keine Zeit gehabt. Das war leider Gottes ein Fehler. Ich hätte Zeit haben sollen. Das mache ich mir ein bisschen zum Vorwurf, dass wir vielleicht auf andere Gespräche gekommen wären. Er war wahrscheinlich zu alleine damals und auf sich ein, das war eine schlechte Kombination. Aber du meinst jetzt kurz vor seinem Tod? Ja. Also was ich dann als Positivum sagen muss, es ist ja unglaublich, wie er nach 20, 25 Jahren noch erfolgreich ist. Wir haben, glaube ich, dieses Konzert 2017 auf der Toninsel, da waren laut Polizeiangaben 130.000 Leute. Das ist das größte Publikum, wo ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und eine unglaublich tolle Stimmung. Und die jungen Leute, die meiner Meinung nach noch nicht geboren waren, wie er schon gestorben ist, alle Texte auswendig. Und das ist für mich doch erstaunlich. Ne? Naja, ich habe auch eine kleine Dom-Rap-Geschichte, wobei es geht natürlich um dich hier. Und zwar, ich hatte den 40. Geburtstag am 5. Februar 1998 und Queen hat sich angekündigt, dass sie zu meinem Geburtstag im Nikodemus am Burgersdorf spielen. Und der John Deacon hat aber keine Zeit gehabt, der Bassist. Und ich habe den Hans in der Domrep angerufen und gesagt, willst du nicht Bass spielen? Stehst mit Brian May und Roger Taylor auf der Bühne. Und er hat an sich ja gesagt und war dann aber, kurz bevor es passiert ist, nicht mehr erreichbar. Ich weiß inzwischen auch warum. Da war ein Dings und hat dann, und an dem Tag, wo dann der tolle Abend war, sind wir zu Hause und hat
Fax geschrieben, also wo er mir trotzdem gratuliert hat, mhm, und zwei Stunden später war er tot. Ja, das ist alles. Also es ist mein Geburtstag und sein Todestag sind immer aufeinander. Ja. Aber bleiben wir noch beim lebenden Hans Hölzel. Du bist mit ihm wahnsinnig viel auf Tournee gewesen, auf den Bühnen gestanden. Mhm. Was war denn das Faszinierende für dich als Musiker, wie der Hans Hölzel als Frontman und auch als Bassist agiert hat? Dass er charismatisch war, da braucht man nicht drüber diskutieren, das war er ganz einfach und das kannst du nicht lernen, das bist oder das bist nicht. Er hat ein enormes Charisma gehabt und hat auch in den ersten Jahren so eine Kultfigur aus sich gemacht, die er im Privatleben dann vermisst hat, weil das hat auf der Bühne sehr gut funktioniert, im Privaten weniger. Und war natürlich immer ziemlich aufgetankt, was aber seiner Performance nicht geschadet hat. Der beste Auftritt allerdings war im Rahmen einer Deutschland-Tour. Wir haben ja alle Spuren gehabt am Band. Das heißt, wenn er nicht in der Lage war zu singen, gab es das Original, die Originalstimme. Ah, das hat es zuzuspielen. Wir haben quasi zwei Achtspurmaschinen Synchronrennen gehabt. Und wann immer er einen Aussetzer gehabt hätte, hätte der Sparte, der Tontechniker, den Kanal aufgedreht und es wäre weitergegangen. Ah, das ist mitgelaufen mit Klick-Track oder was? Ja. Der Schlagzeuger hat zum Klick gespielt. Hm? Ich verstehe. Und das habt ihr gemacht, weil es halt Aussetzer immer wieder gab? Nein, wir haben... Oder als Sicherheitsnetz? Wir haben natürlich den Sound fetter gemacht mit Zuspielungen. Mhm. Und für ihn als Sicherheitsnetz hat es die Liedstimme gegeben, permanent. Also als Noteinstieg. Und bei einem Abend war er nicht in der Lage zu singen. Er hat halt, und die Stimme, die Originalstimme zu hören mit der Band, hat natürlich eine eigene Kraft gehabt. Ne? Mhm. Und er hat sich irrsinnig gefreut, dass er heute so gut singt. Dabei war es vom Band. Ja, aber wurscht. Die Wirkung war toll beim Publikum. Also es war ein sehr guter, erfolgreicher Abend. Aber es war halt diese Mischung aus sich einbilden, mal ist gut, aber es war halt er selber, aber von woanders. Ja. So. Also das war auch er. Er war exzentrisch ohne Ende und hat natürlich alles, was er so gehört hat von Popstars, was die aufführen, hat er natürlich auch machen müssen und noch mehr. Ne? Mhm. Also Blutabnahme, diese Geschichten. Das war ja, da kommen wir vielleicht noch dazu, oder Annette, das hast du schon mal in einer Doku erzählt. Was mich jetzt nur interessiert ist, wenn jetzt vom Band der Falco, die Falco-Stimme kam, hat er dann dazu gemimt oder er hat dann auch noch ins Mikrofon dazu gesungen? Er hat gesungen, nur sein Mikro war nicht aufgedreht. Ich verstehe. Das aber heißt, da muss ich sagen, Eindruck gehabt, er singt, aber... Also das ist ein Geheimnis, das hab nicht einmal ich gewusst und ich habe auch schon ein bisschen was über den Falco. Jetzt nach 25 Jahren kann man das ja sagen. Ja. Nein, aber weißt du, da bist du nicht alleine, weil es gibt eine berühmte Geschichte, wenn ich es jetzt erzähle, vielleicht ist er böse, tut mir leid, Reinhard, aber als ich gefilmt habe im Weststadion, da hat gespielt Opus und Ambros und Fendrich zum ersten Mal zusammen. Ja. War es so, dass Ambros und Fendrich nebeneinander, da war der Fendrich noch sozusagen der upcoming Neuere und der Wolfgang halt der Platzhirsch. Und dann haben sie beim Fendrich die Gitarre angetraut. Das heißt, der hat zwar gespielt, aber das hast du nicht gehört. weil es daneben war, sozusagen. Also ein bisschen umgekehrte, aber ähnliche Problematik. Ja. Trotzdem, also ich meine, das muss ja einen Grund gegeben haben, warum du auch so viele Jahre mit ihm gearbeitet hast, die Faszination oder sagen wir mal die Qualität auch der Songs. Was waren so Dinge, die wo du trotz Eskapaden, da brauchen wir jetzt nicht in alle Details gehen, da wissen du und ich sicher 100 Geschichten, was dir passiert ist und mir passiert ist, aber was hat dich immer wieder dazu gebracht? Und selbst da am Schluss, wo er gesagt hat, fangen wir nochmal mit kleinem Besteck an, wo du gesagt hast, der Alte ist so gut oder so interessant, da bleibe ich dabei oder da mache ich wieder mal mit. Naja, es war doch irgendwie eine tolle Freundschaft, die entstanden ist bei Spinning Wheel und dann auch ein paar Tradibaruch-Gigs. Und er hat halt ein Vertrauen in mich gesetzt, dass ich das kann. Das habe ich ja bewiesen, glaube ich, dass ich einen großen Haufen an Leuten leiten kann. Und
Das waren halt sozusagen Herausforderungen, Tourneen. Da hat man nicht darüber nachgedacht, warum mache ich das, sondern es war toll, dass man dabei war. Und was leider Gottes, bevor es bergab ging, er nie geglaubt hat, ich habe gesagt, du bist nach wie vor ein Single-Künstler. Wenn du eine Nummer 1 hast, sind die Hallen voll, hast keine Nummer 1, sonst nicht voll. Und das war dann sozusagen das Fatale, wie diese eine Tournee abgesagt werden musste. Am Schluss. Trotzdem habe ich immer geglaubt, und das glaube ich bis heute, dass der jederzeit in der Lage gewesen wäre, wieder eine Nummer 1 zu machen, weil er dieses Charisma und diese Exaltiertheit gehabt hat, was die Leute fasziniert hat. Wobei man sagen muss, er war deswegen auch so erfolgreich, weil er polarisiert hat. Das heißt, es hat Leute gegeben, die Haters, sagt man heute, die haben ihn völlig scheiße gefunden und die anderen super. Ne? Und das hat natürlich auch eine gewisse Dynamik, wenn das sich so aufheizt gegeneinander. Ich kann nur applaudieren, weil genau das habe ich auch immer gesagt, aber nicht, weil ich gesagt habe, sie ganz am Schluss auch. Und du weißt, es gab Zeiten, da war Falco sozusagen, ich meine, relativ out. Ja? Also da wurden Alben als Misserfolg betrachtet, wo andere Österreicher froh gewesen waren, wenn sie das verkauft hätten. Annähernd, aber, bitte, was? Nur annähernd. Auch nur annähernd. Aber ich habe auch immer gesagt, bis zum Schluss, und auch wenn er, ich weiß nicht, wirst das auch oft. Ich meine, ich durfte den Hans oft aus Wiener Etablissements im volltrunkenen Zustand mit abgelaufener Kreditkarte, ruft sein Rudel an. Ja, ich war zwar weder der Manager noch habe ich irgendwas gesehen, aber wir waren halt lang befreundet. Du weißt, was du suchen hast müssen. Ne? Naja, ich habe das Ding. Aber ich habe immer gesagt, der hat immer wieder die Potenzial noch einmal in Nummer 1 und selbst, ob es jetzt Amerika ist, internationalen Ding, weil er das einfach hat. Ja. Ja? Mit dem richtigen Song, mit dem richtigen Produzenten, mit dem richtigen Umfeld, vielleicht auch ein bisschen richtiger Zeitgeist. Ich habe ja immer gesagt, und man möge mir das verzeihen, vielleicht tut das piepen, also für mich gab es immer zwei Personen, wenn man so will, den Hans und den Falco, wobei das hat sich ja vermischt oft, das war ja auch mal oft privat, aber kann man auch sagen, der Nüchterne, oder sprich, der nicht sich mit Substanzen oder Alkohol und der eben zugesprochen hat. Wenn er nüchtern war, war er meiner Meinung nach auch ein Freund. Also ich sozusagen ein loyaler Freund. Ich meine, nicht umsonst habe ich praktisch alle Falco-Videos gemacht. Ja, also haben sie alle wegen Managements alles gegeben, aber zuerst Dora und dann am Schluss ich allein. Aber wenn er betrunken war, war er oft ein Arschloch. Ja, er hat mir Videodrehs geschmissen, wo ich an einem Tag 500.000 D-Mark verloren habe und niemand erklären konnte, warum es nichts gibt, ja, weil er gekommen ist und konnte seinen eigenen Song nicht singen. Und, aber dieses Potenzial war faszinierend und ich weiß nicht, ob du involviert warst, hörtechnisch. Er hat mir Out of the Dark vorgespielt, relativ früh im Gas am Kamp und war sich total unsicher. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ist das zu dick und so. Und ich habe gesagt, für mich ist das zweite Genie. Ja, also das hat was. Ich kann ja das nur sozusagen von meinem Bauchgefühl. Und also wie gesagt, das hatte er. Und was ich auch sehr schön finde, weißt du, meine Kinder, 15 und fast 19, die finden ja das meiste, was die Ambros, Fendrich, dann sage ich, bitte. Generationskonflikt. Naja, interessiert sie. Aber Falco hat sie immer interessiert. Okay. Als kleine Kinder schon und bis heute, wie du richtig sagst, da sind viele Dinge nicht dated. Das hat keinen Zeitstempel. Es ist vor allem... Das fällt mir immer mehr und mehr auf. Die Musik wird nie fad oder altmodisch. Die ist immer irgendwie frisch und interessant und hat kein Ablaufdatum. Das fällt mir immer auf. Und wir spielen ja ab und an, jetzt werden wir wieder dürfen, am 11.06. in Burgersdorf beim Open Air. Das habe ich gehört, am 11. Moment, das muss man ja, unterblenden wir auch bitte. Am 11. Juni spielt die Falco-Band, oder wie nennt die man das? Sich Goldfisch nennen. Goldfisch? Weil Timo 4 gegen die Goldfisch. Ja, und dann hat man gesagt, die Band muss es einmal geben. Ne? Ja, Bandleader Peter Viehweger. Nein, das macht der Thomas. Also Thomas Rabitsch, auch wichtig. Ja. Auch ein wichtiger Mann in dem Zusammenhang. Und sozusagen da macht sie eine Tribute-Auftritt sozusagen. Ja. Und das, wie soll ich sagen, das, was die Sache speziell macht, es gibt synchron
Videos von ihm von der Donauinsel 92, die immer wieder eingespielt werden. Das heißt, wir haben Gastsänger, die singen und dann kommt er und singt die zweite Strophe und das taugt den Leuten total. Das heißt, das ist ein ideales Konzept, das immer wieder gut funktioniert, das werden wir dort auch machen. Ja, das habe ich bei Queen auch mit Freddy Sachen gemacht, das ist schön. Na bitte, wichtig vormerken, Pflichttermin. Was ich noch sagen wollte, unabhängig von Falco und von deiner, also erstens einmal, du sagst, die Musik ist zeitlos, dass du ja auch einiges dazu beigetragen. Ich hoffe. Also ich meine, du bist immer ein sehr bescheidener, zurückhaltender Mensch dafür, weil ich meine, Bandleader heißt ja auch, wie du richtig sagst, die Truppe zusammenzuhalten, auch musikalisch sozusagen auf der Bühne zu schauen, dass das alles Ding ist, alles geht. Also da hast du doch einen wichtigen sozusagen Anteil. Es war aber nicht bis ganz am Schluss, oder? Oder habt ihr, es war eine Zeit lang dann, glaube ich, der Thomas Rawitsch Bandleader, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nach dir. Also ich habe bis 87 diesen Job gemacht, obwohl es war kein Job, es war eine Ehre. Ja. Aber nachdem dann Gespräche stattgefunden haben für eine Tour, die sich auf Wiener Blut beziehen sollte, habe ich zu der Mannschaft gesagt, das wird keine Nummer eins, weil die Leute in Deutschland den Text überhaupt nicht verstehen. Verstehen nicht einmal ihr als Wiener, weil da war Häfensprache dabei. Ne? Natürlich, ich habe das Video gemacht. Das war leider nicht. Wir haben zwar zwei, drei Shows dann noch gemacht im Fernsehen, aber es war nicht der Bringer. Und das hat die Dynamik seiner Karriere je nach unten gehen lassen, leider Gottes. Und man hat sie dann auch nicht mehr so da fangen. Und das war eigentlich das erste große Aufzeigen, war das Donauinsel-Konzert 1992. Da war er wieder der Alte. Gut, aber du hast neben... Also eines würde ich sagen, wenn wir jetzt so viel über den Falco geredet haben, würde ich jetzt sagen, wir spielen jetzt was ein. Es ist in ohne Markup relativ unüblich, aber es ist ja alles erlaubt. Wir erinnern jetzt nicht nur durch die sehr interessanten Geschichten von Peter, sondern auch musikalisch jetzt an Falco. Imagine, and you know what, it's gonna be a very interesting night. It's gonna be a long way. When they turn around, whoa. Listen, man. Wir tanzen mal im Sommer. Und ich war so auf der Schiene es mir. Mein Herz schlägt lang so nah bei dir. Zeichen sehen, Zeit verstehen, über alle Grenzen gehen. Und nichts war mir fremd an dir. Whatever I kept on saying, would I take your time? But we won't give up. Nach dem Sinn führten wir sie dahin. Vergiss sie gefallen. Wir bieten Ton um Ton. Immer Emotion.
There's nothing to tell about it. Oh, everybody kept on saying, Lord, I take your time. But we won't give up, we won't give in, won't give it all the way. Hey. Ohne Maulkorb mit Dolle Zahl, vor allem aber heute mit Peter Viehweger, langjähriger Bandleader von Falco, AKM, Boss im Sinne von Präsident, aber auch ein musikalisches Mitglied der österreichischen oder auch international zum Teil Musikszene. Und jetzt wollen wir ein bisschen darüber reden, was du außerhalb von Falco, was natürlich in dieser Zeit auch ein bestimmendes Thema ist. Max, du hast, glaube ich, ein ganz neues Projekt. Ja, wir haben jetzt letztes Jahr einen Song herausgebracht, der heißt Let's Tour the World, mit einem sehr bizarren Team. Der quasi da die Hauptrolle in dem Video spielt, ist Besitzer von einer lustigen und erfolgreichen Käsefirma, nennt sich Crazy Cheese, ja, und ist einer der größten Falco-Fans, die ich jemals erlebt habe. Und okay, das war eigentlich diese Schiene, aufgrund wie wir dann zusammengekommen sind, weil er gesagt hat, ich habe einen Song, da musst du mitspielen, und ich habe verstanden, Gitarre, und dann höre ich das ist voll mit Gitarrenschrott, sage ich, da habe ich keinen Platz mehr. Sagt er, nein, das meine ich nicht, du musst im Video mitspielen, weil dann verkaufe ich viel mehr, weil dich kennen so viele. Sage ich, das glaube ich weniger. Anyhow, dann habe ich den Song gemacht, weil der andere ist dann völlig wahnsinnig geworden und wollte viel Geld dafür haben. Das hat natürlich riesen Spaß gemacht. Also hast du einen neuen Song draus gemacht? Ja, das ist ein neuer Song. Ja, ja. Das ist ein neuer Song. Und eine Komposition von dir? Ja, ja. Und ja, alles produziert und gemastert sogar selber. Und haben einen genialen Partner da fürs Video gehabt, der das, finde ich, sehr spannend umgesetzt hat. Und ich bin stolz, dass wir über diese diversen Marketing-Plattformen in Amerika, in Kalifornien, in ein, zwei Sendern, jeden Tag den Song gehabt haben, Airplay, manchmal sogar zweimal, von Mai bis September. Und das, weil es immer heißt, in Österreich spielen wir lieber die angloamerikanische Musik, die ist besser, aber wenn die Amerikaner sagen, das spielen wir.
kann man also sagen, dass das nicht so... zergehen lassen. In Österreich gibt es ja Formatradio, da werden wir vielleicht als AKM-Präsident Anno dazukommen, wo ja sehr viel österreichische Produktionen durch den Rost fallen. Ja? Weil sozusagen man sich dann immer wieder einbildet, Madonna, nichts gegen Madonna, Prince, nichts gegen Prince etc. ist wichtiger. Da habe ich eine ganz wichtige Meinung und Peter Paul Skrepek war ja da auch ein Vorkämpfer, wo ich ihn immer unterstützt habe, wo es um Quoten und so weiter gegangen ist, weil wo so österreichische Dänemarks, der internationales Projekt, nicht gespielt werden, wenn nicht im österreichischen Radio und im österreichischen Fernsehen. Aber du hast in Österreich etwas produziert mit einem internationalen Flair und in Amerika kommt das sozusagen auf die Top-Liste und wird mehrmals am Tag in Los Angeles gespielt. Das könnten sich also einige sozusagen Programmierer der österreichischen Radioformate ein bisschen auf der Zunge zergehen. Aber ich würde jetzt fast, wir haben das nicht abgesprochen, fast meinen, in Österreich ist es nicht sehr oft im Radio gelaufen. Einmal, na doch schon her. Aber wenn es in L.A. läuft, kann es ja nicht so schlecht sein. Es ist auch in Spanien gelaufen. Ja. Auch mehrmals wöchentlich in Frankreich, in Polen, in Russland. Also in Heavy Rotation, um das einmal zu sagen. Ja? Ja, ja. Wenn du in Los Angeles in Heavy Rotation bist und in Spanien gespielt wirst und in Österreich nicht, könnte sein, dass irgendwas am Format und am System in Österreich zu verbessern wäre, um das ganz charmant zu sagen. Optimistisch zu sein. Ja, genau. Ja, also da gibt es noch viel Potenzial nach oben, weil es gibt extrem viele gute Künstler, vor allem junge, die es verdient hätten, mehr Beachtung zu finden. Mhm. Da rede ich mir fusselig immer wieder mit diversen Leuten, auch vom ORF. Weil du meinst diesen Sender mit den drei Buchstaben? Ja. Nein, aber ich habe gerade einen Film gemacht, um Gottes Willen. Ich habe dort alles gelernt, sagen mir viele Leute. Ich möchte aber eines dazu sagen. Erstens einmal mache ich auch ein bisschen was dagegen, was in meiner Macht steht. Aber jetzt möchte ich gerne ganz bewusst diesen Song spielen, wo du, der in Los Angeles und in Spanien auf den Rauf und Runter gespielt worden ist, jetzt kommt, wie heißt er? Let's Tour the World. Let's Tour the World. Take off. It goes like 5, 4, 3, 2, 1.
them how we rockin'. Meet me in Paris, I'll come chez vous. Meet me in London, tea for two. Bring me to Dam, I'll roll up two. When I jet to Malibu, we can arrange that rendezvous. Zurück bei Ohne Maulkorb mit Dollezahl, heute mit Peter Viehweger. Also ich habe mir zum Beispiel, also man weiß ja, meine Geschichte ist ja vor allem in Österreich bekannt, seit 1975 im ORF in Ohne Maulkorb. Das war die erste Sendung, in der über Popkultur stattgefunden hat, weil Leute gemeint haben, das ist weder Unterhaltung noch natürlich Hochkultur oder sonst was. Viele österreichische Bands haben damals in unserer Sendung, muss ich sagen, wir waren nicht allein, ihre ersten Fernsehauftritte gehabt. Und jetzt mache ich eine zweite Sendung für und mit Krone TV, die heißt Rudi Backstage. Und da habe ich von der ersten Sendung an, das geht meistens monothematisch über Stars, sehr oft über internationale. Und wurscht, ob es eine Sendung über Prince oder die Stones oder Queen ist, spiele ich immer ein österreichisches Video aus von einer österreichischen Künstlerin, egal welcher Stil, keine Geschmackspolizei. Und das nenne ich Rudis Tipp. Vielleicht tut das ein bisschen, also die Leute freuen sich und sie sind im Fernsehen. Das habe ich, weil ich damals, wie ich Viva mit ein paar anderen Leuten gegründet habe, gemerkt habe, was das für ein Unterschied ist. Da haben wir gesagt, 50% Spülmer soll in deutschen Landen produziert sein. Mhm. Muss nicht auf deutscher Sprache sein, also Scorpions oder was man auch dazu erzählt. Was das für einen Push gegeben hat, wo die Leute gesagt haben, hörst, jetzt hat es einen Sinn, dass ich ein Video mache, ich komme ins Fernsehen. Mhm. Ja? Und wo plötzlich die Leute sagen, wenn es auch nur zwei, drei, vier Mal rennen, ist das eine Wertigkeit, die vielleicht dem Künstler, der gerade alles hinschmeißen will, den Push gibt. Wie wichtig findest du, und ich finde das deswegen, ich finde, es gehört für mehr österreichische Musik ins Fernsehen, Punkt. Ja, also die Sender und die Sendungen, die ich beeinflussen kann, da mache ich es, bei den anderen kann ich nur sozusagen es anregen, ja. Aber wie wichtig findest du sozusagen in Zeiten, wo wir ja, das Formatradio hat ja auch seine Vorteile und ist ja auch erfolgreich, ja. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie Leuten vorwerfen kann, ihr macht da was den Bach runtergeht. Mhm. Aber ich sage immer, da hängen ja auch Existenzen dran. Ja. Studios, Techniker, Produzenten, Kandidatiemen, etc., etc. Wie siehst du das als AKM-Präsident? Diplomatisch musst du natürlich sein. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, was alles eigentlich in Österreich nicht funktioniert. Wir haben gesehen, dass die Politiker überhaupt nicht verstehen, wie das Musikgeschäft funktioniert. Immer geglaubt haben, das funktioniert von selber. Normalerweise ja, nur wenn man alles verbietet und zusperrt, dann braucht man Unterstützung und dann braucht man die Politiker, die sagen, wir helfen euch. Genau das ist fast nicht passiert. Das war ganz... Oder nicht Wien ein bisschen eine Ausnahme? Da ist in Wien ein bisschen mehr passiert. Es hat einen Unterstützungsfonds gegeben, allerdings nur für Leute, die bei der SVS versichert sind. Das war alles etwas mühsam und nicht fair vor allen Dingen. Mhm. Aber in dem Zusammenhang kann man auch gesehen, dass namhafte Veranstalter zu uns gekommen sind, wie der Sepp Adelmann oder Gustl Viertbauer, und gesagt haben, ja, Rettungsschirm, ganz gut und schön, wir haben überhaupt nichts gekriegt. Wir sind völlig, irgendwie hilft es uns, dass die Politiker uns da irgendwie zuhören. Das ist, also als AKM jetzt? Ja, nein, die haben geglaubt, also wir klopfen an und die machen uns die Tür auf in diversen Ministerien. Nein, das ist nicht so, da muss man sehr zäh und das bist du aber, sein. Du bist ja jemand, der immer also abwimmeln lasse mit Seiten. Mhm. Jedenfalls hat man da gesehen, dass auch ein ganzes Segment, nämlich Schlager und Volksmusik in Österreich nicht mehr vorkommt, also österreichische. Das heißt, wenn Shows sind, dann siehst du Helene Fischer, Silbereisen, Andrea Berg, aber kaum Österreicher, fast keine. Und das ist ganz schlecht, weil das eine sehr potenziell wirtschaftlich starke Branche ist. Und wir haben jetzt das Projekt gestartet, Musik aus den Regionen, wo wir das gemeinsam mit Politikern in Diskussionen und auch im Fernsehen zeigen wollen, vor allem ganz junge Leute. Es gibt
enorm viele Talente, die man zeigen muss. Und wir quasi auch dem österreichischen Publikum wieder zeigen müssen, dass Österreich tatsächlich ein Musikland ist, wo viele Talente wohnen. Und das muss man wieder hervorkehren. Und diese nach Deutschland gerichtete Offenheit ist ja gut und schön, nur es muss balanciert werden mit österreichischer Musik. Das kann man nicht nur mit deutschen Stars bestücken ständig, diese Fernsehshows. Und ja, also da gibt es schon Zusprache vom ORF Steiermark und so weiter und so fort. Also das werden wir umsetzen und ich hoffe, dass das auch ein Impuls ist, dass das wieder mehr in Österreich Akzeptanz und Wohlwollen gibt, auch für dieses Musiksegment. Die Bands, die über FM4 laufen kommen, die machen eh ihren Weg. Und da gibt es viele, die auch dann auf Ö3 gespielt werden, mhm. Bilderbuch und so weiter. Das ist ein Hoffnungssegment. Vor Corona waren die ziemlich schon gut dabei. Ich habe sogar von Veranstaltern gehört, wir engagieren nur mehr österreichische Bands, weil da kommen die meisten Leute. Mhm. Also das, ich du hoffe, redest jetzt von FM4 / Alternative / ja, Things genau. Acts, was ja gut ist. Ja? Das ist ja eine Wenn Leute anfangen, Musik zu machen, machen es meistens eher progressive Musik und Dings. Und das, da gibt es eine Plattform immer auf FM4, das ist nach wie vor sehr wichtig. Ich spreche das immer wieder aus, weil ab und an man darüber nachdenkt, dass man den Sender vielleicht abdreht, was eine Katastrophe wäre. Finde ich eine Katastrophe. Ja. Also FM4, also, damals auch Monika Eigensberger, ja, die da, und viele andere, ja, die da gemacht haben, ganz wichtige Arbeit. Ja. Also da gibt es tatsächlich Hoffnung, dass das wieder zu steigern ist. Wir versuchen ja auch mit wirtschaftlichen Mitteln, also wir zahlen ja auch einen Musikfonds. Der Musikfonds ist eigentlich hauptausschlaggebend die letzten Jahre, dass Musik produziert wird. Die sogenannten Major-Plattenfirmen riskieren nichts mehr oder kaum mehr was. Da muss man auch jetzt erklären für den Zuseher, also der Musikfonds, da können Bands unabhängig oder Projekte eingereicht werden, von, wenn ich mich recht, also von Alben, die produziert werden, bis zu Videos oder Longform-Videos, oder? Der neueste Stand ist, dass wir Alben fördern, aber auch EPs. Das heißt, viele Junge sagen ja, die nur vier Songs oder drei Songs. Ja. Dann haben wir Videoförderung. Bitte? Video? Videoförderung, ja, und seit neuestem auch Marketingförderung. Okay. Damit diese Plattformen bestückt werden können, die halt heutzutage was ist wichtig die, sind. Was ist die E-Mail-Adresse oder was ist die Website, wo man da mehr Informationen kriegt? www.musikfonds.at. Gut, die blenden wir bitte ein, wenn es geht. www.musikfonds.at. Oder bist du noch? Erstens muss man eines sagen, vor allem im ersten Jahr, das weiß ich, hat die AKM, also deine Organisation, für die du Präsident bist, ist eingesprungen und hat sozusagen hat Bereichen, die besonders große Ausfälle gehabt hat, eigentlich die Funktion des Staates übernommen oder der Kulturreferate oder wer immer da eigentlich theoretisch sich auch hätte kümmern können und hast Bands, Veranstaltern etc. unter die Arme gegriffen, die sonst vor die Hunde gegangen wären, ja, oder? Wir haben eine Woche... Ist das zu drastisch ausgedrückt? Nein, das stimmt. Das ist gar nicht übertrieben. Wir haben eine Woche nach Beginn des ersten Lockdowns bereits ausbezahlt. Mhm. Wir haben sehr spontan... Die AKM. Ja, wir haben sehr spontan AKM und Austromechaner zusammen. Ja, ja. Und man muss auch sagen, die LSG hat auch ihr Schärflein beigetragen. Also die LSG, es ist die Leistungsschutzgesellschaft für Musiker. Ja, also die schützt was? Naja, die schützt, wenn jemand auf einem Tonträger gespielt hat und im Radio gespielt wird, dann kriegt er von der LSG Geld dafür. Ohne dass er Komponist ist. Ohne dass er Komponist ist. Genau, und die Austromechaner? Die Austromechaner ist für das mechanische Recht zuständig. Das heißt, wenn Titel auf CD gepresst werden oder digital vermarktet werden, dann bekommt der Urheber bei Nutzung dieser Rechte über die Austromechaner Geld. Das ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber es gibt drei sozusagen Interessensvertretungen, die oft auch zusammenwirken. Ja, also die spielen alle eine Rolle. Eine Rolle. Ja, und wie gesagt, wir haben da doch 1,3 Millionen gleich einmal bereitgestellt und das hat sehr vielen Leuten sehr geholfen. Ne? Mhm. Und das muss ich jetzt schon auch kritisch sagen zur Regierung. Die haben sofort gefragt, was macht ihr? Wie viel zahlt ihr?
Und dann waren sie der Meinung, das ist jetzt eh okay, wir können uns eh selber helfen. Ne? Also das war schon, und das war ganz schwierig dann zu sagen, na Moment, das war eine Starthilfe, jetzt müssen wir irgendwie weitermachen und es muss mehr sein. Ja? Also das war schon ein bisschen mühsam. Ja, also ich meine, das ist ja, es gab ja auch andere, wie soll ich sagen, Bereiche, Stichwort Kabarett, also alle Leute, die irgendwo auftreten im Kulturbereich etc. So, jetzt lass mich eine Sache noch sagen, die du vorher, die sehr wichtig ist, weil nämlich diese Volksmusik-Schlager-Ecke. Es ist ja wahnsinnig leicht, das runterzumachen, vor allem mit jemand mit Pop- oder Popkultur-Hintergrund, ja, der mit Queen oder Falco oder Rolling Stones und so weiter. Ich habe das immer gefunden, dass das unfair ist, weil das schon seit Jahren, Jahrzehnten ein sehr starkes Segment in Österreich, wo ich das beurteilen kann, Deutschland noch viel mehr, war. Ich habe zum Beispiel auch symbolisch, obwohl da wenig Budget war, ein Video für die Seher gemacht. Mhm. Zum Zeitpunkt, wo die als Volksmusik Punkt, 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 gekanzelt wurden, weil ich gesagt habe, Moment einmal, die verkaufen zum Teil mehr als Austria 3. Ja, was ich meine? Und sind irrsinnig gute Musiker und sind halt in einem anderen Segment tätig, nur so als Symbolgeschichte. Und aber wenn die auch Schwierigkeiten haben, weil sie natürlich, wo die sozusagen zum Teil besser dagestanden sind als manche Popkulturbereiche oder Pop, dann muss einem klar sein, als verantwortlicher Politiker, hoppala, da müssen wir jetzt irgendwie eingreifen. Mhm. Ja? Weil es ist zwar leibend, wenn wir uns um die Skigebiete kümmern und um die Touristen und so weiter, aber das geistige Brot in Österreich erzeugt immer nur die Kultur und dazu gehört auch die Pop. Kultur. Es war ja noch, bevor irgendjemand an Corona gedacht hat, die Regierungsbildung, die damalige, zwischen Türkis und Grün für mich ein Frusterlebnis, sondergleichen, weil man in dem Musikland Österreich kein eigenes Ministerium haben wollte für Kultur und für Musik. Und das bedeutet, wenn das nur ein Staatssekretariat ist, dass die kein Budget haben. Ja. Damit ist eigentlich die Bedeutung für in der Politik, für die Kultur, klar deklariert worden und hat sich nicht geändert. Das heißt, die haben in der Corona-Zeit überhaupt nie das Wort Kultur oder Musik in den Mund genommen. Und das ist schon erstaunlich. Und das kriegen sie immer gesagt, dass sie verantwortlich sind, dass Österreich ein Musikland bleibt. Das ist eine politische Sache, Arbeit. Also ich finde das, ich will das jetzt noch, ich bin ja ein Freigeist und bin außerdem kein Mitglied irgendeiner Partei. Ich finde das ehrlich gesagt eine Bankrotterklärung, ja? Wenn ein Kulturland wie Österreich, ich muss erinnern, zum Beispiel ein Falco, weil er da ist und du mir, ja, wie ich in Taxis gefahren bin in Amerika und Rock Me Amadeus war Nummer 1, das war mehr Österreich-Werbung als jemals irgendwelche Budgets von irgendwelchen Werbekampagnen. Ja? Hat der, also eigentlich habe ich immer gesagt, wir sollten Flughäfen und über uns Stadien nach Hans Hölzel benannt sein. Ja? Auf anderen Ebenen auch die Volksmusik oder etc. etc. Wenn man das nicht, also im Ausland lacht man darüber. Ja? Also wenn man sozusagen in Deutschland sagt, was, ihr habt kein Kulturministerium? Also ich meine, wir haben die Klassik, ja? Sozusagen, wo viele Leute davon leben und was ein Teil unseres Images ist. Wir waren aber immer auch gut in verschiedensten Bildern der Kunst, etc., etc., Poeten, Schriftsteller, Musiker. Es ist ein Witz. Also es ist einfach ein Witz. Ja. Ja? Es ist dass Österreich kein Kultusministerium hat und nämlich auch, weißt du, nur die Vergangenheit zu managen ist eine Sache. Aber ich meine, so wie ich damals bei Ohne Maulkorb, bei der alten Sendung, einen gewissen Steinhauer und Resetaritz jede Woche, wie er denen einen kleinen Job gegeben haben für 2000 Schilling, dass sie im Ohne Maulkorb-Studio Kabarett-Szenen machen, halt sind das Superstars. Ja, ja. Wenn die nicht in der jungen Zeit gefördert werden, muss man die heutigen Jungen, ja, wie du richtig sagst, ja, da, damit die auch leben können von irgendwas und nicht auf der Tank Benzin einfüllen, weil sie von ihren Auftritten nicht leben können. Dieses Jetzt rege ich mich auf, entschuldige. Aber ja, es ist völlig zu Recht. Das magische Alter ist tatsächlich 27. Hm. Also nicht nur, dass sehr viele Kultstars mit 27 von der Lebensbühne gegangen sind. Mhm. Wir stellen auch fest, dass wenn Junge anfangen,
Der Knackpunkt ist 27. Entweder sie sagen, das wird nichts, oder ich komme nicht weiter, ich muss was anderes suchen. Ja. Oder sie schaffen es zumindest so weit, dass es eine Ermutigung ist. Ja, ja. Und die über diese Klippe, ohne zu übertreiben, kommen, aus denen wird meistens was. Also die haben einen und ich meine, das beste Beispiel ist Bilderbuch, wie wir sie realisiert haben, haben die schon 12 Jahre miteinander gespielt. Und da kommt ein Faktor zum Tragen, wo es ja auch ganz im Argen liegt in Österreich, das ist die Musikerziehung. In vielen Volksschulen gibt es überhaupt keine Musikerziehung mehr. Wirklich? Und die in der höheren Schule und so weiter, das ist sehr, sehr, sehr lieblos. Und da gibt es dieses Beispiel, das ich immer wieder bringe, das Borg in Linz ist eine geförderte Schule gewesen, oder gewesen muss man leider sagen, wo eine Popklasse war. Und das sind alle, die dann später erfolgreich waren, also die Bilderbuch, der Manager vom Bilderbuch, Volkshilfe, also viele, viele Bands sind genau dort in die Schule gegangen. Kassen? Borg. Ich glaube, ich habe dort einmal gefilmt, ich habe dort einmal einen Beitrag gemacht. Ja. Ja, kann ich mich erinnern. Ja. Und ich sage es jetzt jedes Mal, wenn man bei ich nenne sie ja nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Nein, es gibt schon noch, aber die FPÖ ist dort in der Gemeinde und hat diese Budgets runtergedreht. Und ich sage es ja immer wieder, es müsste doch möglich sein, ein Musikland, dass in jeder Bundeshauptstadt es ein Borg gibt mit einer Popmusik. Borg heißt, ist für die Abkürzung für irgendwas mit Popmusik, ja. Oder? Ja, okay, klar. Ja, ich meine, das ist, also schau, ich bin begeisterter Österreicher. Ja. Ich lebe seit 20 Jahren sehr viel in Amerika, arbeite dafür in Deutschland und in England. Aber immer wenn ich da bin, versuche ich mich einzumischen, weil sozusagen ja auch meine Kinder gehen hier in die Schule. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel 7 Jahre lang in der Steiermark ein Musikfilmfestival gemacht, ehrenamtlich nebenbei. Das hieß Rocking Movies mit dem Vojo Radkovic, den du sicher kennst, der in Graz als Veranstalter sehr, sehr, wie soll ich sagen, viele Jahre viel bewegt hat und engagiert war. Und weil es damals einen Kulturstadtrat oder Landesrat gab, der gesagt hat, in Landhaushof, wo immer die Styriate übertragen will, würde er mal Popmusik hören. Daraufhin habe ich Popfilme, zum Teil Europapremieren, Weltpremieren, auf riesigen Leinwand, haben alles aufgebaut, dorthin gebracht. Das ging so lang gut, bis es einen Regierungswechsel gegeben hat. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich mich nicht in Parteipolitik einmische. Und dann hat es geheißen, nach 7 Jahren, obwohl da zum Teil 1000 Leute am Abend waren, war natürlich Eintritt frei, war gefördert von verschiedenen Stellen, weil ich gesagt habe, das muss frei sein. Nein, wir fördern wieder Volksmusik. Ja. So, das sind die Leute aus ganz Europa gekommen, um dort in dieser tollen Atmosphäre einer Ancient Bauwerk, Popkultur und Junge. Und dann denke ich mir oft, Alter, ja, aber wir dürfen nicht aufgeben, Fidschi. Was wünschst du dir in den nächsten, also angenommen, du kriegst jetzt den Wunschzettel und sagst, die 2, 3 Initiativen wären jetzt ganz wichtig, das Segment an Musik, für das du siehst, weiterzubringen. Was sind deine Wünsche? Also ich würde mir wünschen und ich werde auch dafür kämpfen, dass wir zumindest den europäischen Durchschnitt an heimischer Musik in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Der ist 33%. Jetzt sind wir etwa bei 20 auf dem Sender mit den 3 Buchstaben. Ja. Nein, vom ORF, das ist ja, du, ich bin ja ein Kind des ORF, um Gottes Willen. Wenn du da übrigens unterstützt, wenn ich da irgendwas dazu beitragen kann, dann benütze mich, ja, bitte. Also das ist mit Sicherheit das Ziel, weil ich da in Frankreich sind es, glaube ich, 50%, nicht? Oder 60. 60, siehst du? Und die haben es leichter, weil die sagen, 60% muss französischsprachig sein. Und haben natürlich auch kanadische und andere Dinge. Klar, wenn wir jetzt sagen, 60% muss deutsch sein, dann wissen wir, was passiert. Das ist ein Door-Opener für die deutschen Produktionen. Ja, also das kann man gar nicht so machen, sondern man muss Österreich originär, sozusagen, das egal in welcher Sprache man singt, oder? Das ist völlig wurscht. Und das kann man auch definieren. Und ich bin sicher, und das habe ich einigen Kultursprechern gesagt, hört sich einmal an, das Internetradio, Radio Austria Rocks oder so heißt es, die spielen 24 Stunden nur österreichische Musik.
Ja, wir kennen das. Du, und es wird nicht fad. Es ist nicht so, dass du sagst, nein. Und sie haben eine sehr gute Programmierung. Das alte Hits und neu und so weiter. Und man ist immer baff, was alles aus Österreich kommt und international klingt. Also es ist kein Argument, dass es nicht genug gäbe hier. Es wäre toll, wenn das österreichische Repertoire doch mehr genutzt werden würde. Und das hätte das ist doch eine tolle Möglichkeit für den neuen Generaldirektor des ORF, eine Initiative zu setzen, die früher Leute einfach nicht gemacht haben und wo sie zum Teil nicht darauf gedacht haben, jetzt zu sagen, wir heften uns an die Fahnen, noch dazu nach Corona geschüttelten schweren Jahren für die Kulturszene, dass wir sozusagen hergehen und das durchsetzen. Das ist doch ein leichtes, das müsste doch mit einer Unterschrift gehen, oder? Ja. Stell dir mal das zu einfach vor. Das stellst du zu einfach vor, weil der ORF jetzt in unseren Verhandlungen und ich traue mich jetzt aus dem Fenster, mich zu lehnen, für die Komponisten und Urheber in Zukunft um ein Drittel weniger zu bezahlen. Was gelinde gesagt nie und nimmer akzeptierbar ist. Und das ist auch kein Leben des Kulturauftrags, denn es gehört auch zum Kulturauftrag, dass man den Wert der Musik, des geistigen Eigentums hochhält in einem Kulturland und nicht sagt, aus privatwirtschaftlichen Gründen, da könnte man auch ein bisschen sparen. Entschuldige, was ich jetzt richtig verstanden habe. Der öffentlich-rechtliche Sender, der einen Kulturauftrag hat, möchte den Menschen, die Musik und Texte und für Kulturschaffende sind und davon leben, in Zukunft dafür, dass sie das nützen, weniger bezahlen statt mehr? Und zwar erheblich weniger. Das ist, dann habe ich, glaube ich, die Ansprache an den Generaldirektor sozusagen noch. Naja, das verstehe ich nicht. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist absurd. Ja. Ja, wir hoffen wieder mal auf die Politik. Ich meine, die können nicht für uns verhandeln dort, aber sie können zumindest unterstützen, geistig. Hallo, wir sind was du da machen musst, dann musst entschuldige, dass ich gehe jetzt um Gottes Willen, aber wenn man wieder Auftritte macht, dann muss im, ich weiß nicht, auf der Ringstraße oder im Wiener Stadion ein Riesenkonzert mit allen österreichischen Stars, die es gibt, wo das groß drüber steht, so geht's nicht. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Es wird dazu kommen, falls da kein Einlenken passiert. Ja, ne? Ja. Weil es ist ja diese Energie und eigentlich, wir sind ja immer sehr gut befreundet gewesen mit dem ORF. Das ist ja eine Hand wäscht die andere. Ne? Ja, nicht nur das, man ist ja gegenseitig abhängig von, oder es ist gut, wenn man sich versteht. Ja? Das ist besonders unverständlich, warum man jetzt da sich in den Kopf setzt, hier einen Keil hineinzutreiben in eine gute Partnerschaft, weil sowas ist ein Affront, sondern gleich. Von wem geht das aus? Oder von welcher Abteilung oder von welchem? Würde jetzt jemanden. Okay, Entschuldigung, ist vielleicht zu intim. Ich darf nur erinnern, dass diese Sendung ohne Maulkorb heißt. Also man darf hier schon Sachen sagen. Ich möchte persönlich aber auch betonen, dass es hier nie darum geht, irgendwen anzuklagen, sondern vielleicht auch Dinge auszusprechen, die man sonst woanders nicht hört. Ich finde, da muss man her machen, Unterschriftenaktionen, Aufmärsche auf der Ringstraße. Jetzt hat ja Gott sei Dank die kaufmännische Direktorin, ist eine neue, und wir versuchen jetzt über politische Kontakte die Leute zu motivieren, zu erkennen, dass das ein Gefahrenpotenzial beinhaltet, weil das ist ein Rattenschwanz an Konsequenzen. Ich könnte es niemals den Mitgliedern zumuten oder sagen. Ja. Das heißt, man muss da bis nimmer geht kämpfen, auch dann gerichtlich oder was auch immer, was alles total unnötig ist. Man und eine Energieverschwendung. Ja, fürchterlich. Weißt du, die sollte man lieber in neue Initiativen, Förderung von Nachwuchs, von oder was immer stecken, die Zeit, statt dass man jetzt anfängt, sich gegenseitig. Ja. Ui. Ui.
Ich bin aus Amerika jetzt letzten Dezember zurückgekommen, unter anderem auch schwer frustriert durch die Corona-Situation und dem Orangutan mit den orangefärbten Haaren, der Darsteller für einen Präsidenten gemacht hat, und habe sozusagen mich über die Anführungsstriche, ich würde fast sagen Dummheit vieler Amerikaner aufgeregt. Und dann bin ich hergekommen und habe immer in Amerika gesagt, schaut mal, meine Österreicher machen das richtig, also mit Corona. Ja. Und dann muss ich, nachdem ich jetzt eine Zeit lang wieder hier für meine Söhne da bin, ich bin eh bald wieder weg, aber nicht, weil ich Österreich nicht mag, sondern weil Projekte wieder sind, habe ich gesagt, die Dummheit ist kein amerikanisches Privileg. Weil ich meine, das ist sowas von offensichtlich, dass was wir Österreicher zu haben und was uns auch weit, wenn wir alle schon zu Staub geworden sind, ja, und gar nicht mehr da sind und wie die Indianer sagen, eins mit der Erde werden. Ja, wir haben immer die Australier, aber die Aborigines gesagt, warum soll ich einen Zaun machen? Mir gehört nicht die Erde, ich gehöre der Erde, weil ich wäre Staub, wenn ich tot bin. Was von uns übrig bleibt, ist die Kultur und in dem Fall auch die Popkultur, aber zusammen auch mit dem Gotteswillen der Klassik und allen anderen Facetten, das ist das. Erstens einmal das Brot, was wir brauchen, neben Geld, neben Erfolg, neben sonstigen Dingen, wo wir Menschen bleiben und außerdem, was von uns überbleiben wird. Schau dir an, was bleibt vom Hans Hölzel? Ja, die viel. Tollen Songs, viel. Und Generationen von Leuten oder auch Freddie Mercury, ja, durch Kinofilme etc., Generationen von Leuten bekommen Erfüllung oder Freude oder Inspiration oder was auch immer, weil diese Menschen Tolles geschaffen haben. Das ist Kultur. Und das müssen wir jetzt fördern und nicht dann, wenn es spät ist und es keine mehr gibt. Und alle sagen, ich wäre lieber, ich weiß nicht, Weinbauer, weil da verdiene ich wenigstens 3,50 Euro. Ja. Nichts gegen die Weinbauer, um Gottes Willen. Ja? Was sind sonst noch deine Zukunftsaussichten? Was glaubst du, muss man jetzt, das war jetzt eine sehr Insider-Information, vielen Dank, dass du das auch mit uns teilst, aber was gibt dir Hoffnung im Musikbereich? Ich hoffe, dass es nach Corona so weiter bergauf geht wie davor. Wir tun alles, um Starthilfen zu ermöglichen. Wie du sagst, Musikfonds, wir so die AKM. Ja, AKM, Musikfonds und so weiter. Da bin ich auch im Vorstand und versuche da immer wieder noch Ideen hineinzubringen, was man verbessern kann, so wie die anderen auch. Das ist mit Sicherheit, und wenn das gelänge, ist es eh schon viel. Ja? Also wenn man das schafft, die Wertschöpfung österreichischen Repertoires zu erhöhen, und zwar merklich und langfristig, das ist mehr, als man erwarten kann. Also das ist ein Ziel, glaube ich, das macht Sinn, dafür zu kämpfen. Gut, ein gutes Schlusswort, außer du hast noch irgendwas auf der Lippe, wo du sagst, das muss ja nur loswerden. Ich sage vielen, vielen Dank. Ja. Danke auch für Falco Insider-Informationen. Ich habe es heute absichtlich charmant gehalten, weil wir könnten beide jetzt 5 Stunden über Falco reden, aber Peter Viehweger ist mehr als sozusagen nur unter Anführungsstrichen, aber der jahrelange Bandleader. Und wie du sozusagen geplaudert hast aus deinen Erfahrungen, was heutige Künstler betrifft, finde ich zumindest genauso wichtig, auch wenn der Falco seine Faszination hat. Ich sage Dankeschön, ich hoffe, es hat nicht weh da. Nein, gerne. Gerne, jederzeit wieder. Ja. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Das war Ohne Malkorb mit Dollezahl, heute mit Peter Viehweger. Ich finde, es sind ein paar ganz interessante Aspekte dabei. Ich möchte noch auf meine zweite Sendung hinweisen. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr Rudy Backstage, die Musiksendung, die ein bisschen hinter die Kulissen blickt, und jede Woche mit einem ausgespielten österreichischen Musikvideo als Unterstützung der österreichischen Popkultur, weil die hat es nötig. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und am Schluss wie immer, was ist das Wichtigste im Leben? Love and Respect. Boom.